Die Corona-Pandemie hat viele Skandale ans Licht gebracht, doch kaum einer ist so erschütternd wie der AstraZeneca-Skandal. Die politisch und wirtschaftlich motivierte Verbreitung dieses Impfstoffs, trotz gravierender Sicherheitsbedenken und offensichtlicher Nebenwirkungen, zeigt eine erschreckende Verantwortungslosigkeit der politischen Entscheidungsträger. Die Bevölkerung wurde systematisch getäuscht, Risiken wurden verschleiert und Kritiker diffamiert. Die Wahrheit über den AstraZeneca-Impfstoff und die Reaktion der Politik darauf offenbaren ein beispielloses Versagen und eine beispiellose Ignoranz gegenüber der Gesundheit der Bürger. Bereits im Jahr 2021 wurden Zweifel an der Wirksamkeit des AstraZeneca-Impfstoffs laut. Das Robert-Koch-Institut wies darauf hin, dass die Daten für ältere Personen sehr begrenzt sind und der Impfstoff möglicherweise Beschränkungen erfordert. Trotzdem wurde der Impfstoff von der EU-Kommission zugelassen. Und das, obwohl die Ständige Impfkommission in Deutschland empfahl, ihn nur für 18- bis 64-Jährige zu verwenden. Gleichzeitig machen immer wieder Schlagzeilen auf die Nebenwirkungen wie Übelkeit, Kopfschmerzen und Fieber aufmerksam. Und auch in den RKI-Protokollen aus Februar 2021 wird der Sachverhalt klar. Meldungen zu Nebenwirkungen häuften sich, doch die Politik hielt an der Impfstrategie fest. Im März 2021 setzte Dänemark die Impfung mit AstraZeneca wegen schwerer Fälle von Blutgerinnseln aus. Dennoch wurde in Deutschland weiter geimpft. Am 15. März 2021 wurden hier die Impfungen vorsorglich ausgesetzt. Nur drei Tage später, am 18. März, nahmen Niedersachsen, Schleswig-Holstein und auch Mecklenburg-Vorpommern die Impfung wieder auf. Obwohl eine gründliche Untersuchung in so kurzer Zeit kaum möglich war. Diese Entscheidungen werfen ernsthafte Fragen auf. Wie konnte innerhalb von nur drei Tagen festgestellt werden, dass der Impfstoff sicher ist? Anstatt transparent zu sein und die Bedenken ernst zu nehmen, versuchte die Politik, die Risiken herunterzuspielen und betonte die angebliche Sicherheit des Impfstoffs. Doch die Realität erzählte eine andere Geschichte. Trotzdem schreibt Stefanie Drese, Sozialministerin Mecklenburg-Vorpommerns, im März 2021 an alle Kindergärten des Bundeslandes und fordert das Personal dazu auf, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen. Besonders skandalös ist, dass die Bundesregierung auch nach dem Aussetzen und Wiederaufnahmen der Impfung im Mai 2021 beschloss, die Priorisierung für den AstraZeneca-Impfstoff aufzuheben und ihn allen zur Verfügung zu stellen, die sich mit ihrem Arzt dafür entschieden. Diese Entscheidung zeigt eine eklatante Missachtung der Sicherheit der Bevölkerung. Die Wahrheit über den AstraZeneca-Impfstoff wurde verschleiert, um politische Gesichtspunkte zu wahren. Menschenleben wurden aufs Spiel gesetzt, um ein Narrativ aufrechtzuerhalten. Auch die Medien spielten eine fragwürdige Rolle. Berichte über die Nebenwirkungen und die Aussetzung der Impfungen wurden oft verharmlost oder gar nicht erst berichtet. Stattdessen wurde der Fokus auf die Notwendigkeit der Impfung gelegt. Und Kritikern wurde der Zugang zu Plattformen verwehrt. Am Ende musste die Politik dem Druck der Realität nachgeben. Der Impfstoff, der einst als Hoffnungsträger gefeiert wurde, wurde aufgrund von Sicherheitsbedenken aus dem Verkehr gezogen und die Zulassung wurde entzogen. Ein peinliches Eingeständnis des Scheiterns, das jedoch nicht über das Leid hinwegtäuschen kann, das durch politische Ignoranz und Manipulation verursacht wurde. Der AstraZeneca-Skandal zeigt, wie verantwortungslos und intransparent die Corona-Politik gehandelt hat. Es ist unerlässlich, dass ein Untersuchungsausschuss im Landtag Mecklenburg-Vorpommern ins Leben gerufen wird, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und sicherzustellen, dass solche Skandale nie wieder passieren. Die Bevölkerung hat ein Recht auf Transparenz und Sicherheit.